Ja, zunächst wollen sie dieses Hinspiel 0:9 endlich aus den Kleidern bekommen. Andreas Naumann, der Torwart, konnte einem leid tun. Sein Trainer Knaubel sagt, das Debakel spielte in der Vorbereitung überhaupt keine Rolle. Sie wollten hinten erst einmal sicher stehen, aber dann Fehler im Spielaufbau. Geistesblitz von Geißler und Erik Engelhardt nach 3 Minuten mit einer Top-Gelegenheit. Interessante Personalie, hat 10 Tore geschossen für Cottbus. Geht er, bleibt er, so ganz sicher ist das alles noch nicht. Wenig Strafraumsituationen. Eilenburg verliert den Ball. Möglichkeit für die Cottbusser. Zunächst die Parade von Andreas Naumann, aber dann dreht sich Erik Engelhardt in der 28. Minute praktisch um sich selbst und macht das 1:0 für den Favoriten. Situation schien fast schon bereinigt. Was macht jetzt der FC Eilenburg? Seit September sind sie im Illburg-Stadion ungeschlagen. Das möchte bitteschön auch so bleiben. Pascal Sauer und Toni Stahl mit seiner ersten Parade nach 32 Minuten. Aber zur Pause Führung, zur Freude der mitgereisten Cottbus-Fans, für Energie 1:0. Eilenburg kämpft, Eilenburg rackert, Eilenburg spielt und sie haben einen Pascal Sauer. Wieder eine Möglichkeit für ihn. Und Toni Stahl musste da ran. Der musste sich lang machen, ansonsten wäre das 1:1. Aber auch Energie Cottbus hat Möglichkeiten, ein weiteres Tor zu erzielen. Standardsituation, da sind sie sehr gefährlich. Und es ist ganz schön was los im Strafraum der Eilenburger. Dann letztlich der Schuss des eingewechselten Mäder. Da fehlten die berühmten Zentimeter. Schlussphase. Eilenburg mit Dosh Santosh, der ist aufgerückt. Ja, wird er solch eine Möglichkeit noch einmal bekommen? Die Fahne blieb unten. Also keine Abseitsposition, Freistoß Hildebrand für Cottbus. Und dann hat es Andreas Naumann sehr eilig. Der sieht, da sind 3 seiner Vorderleute in aussichtsreicher Position. Tim Bunge eingewechselt zum anderen eingewechselten Spieler, zu Lennart Möbius. Und was macht der denn für ein Tor? Ein Supertreffer in der Nachspielzeit. Damit hatten nur noch wenige gerechnet, dass Eilenburg hier noch zu einem Treffer kommt. Aber was war das für ein Tor? Möbius sollte die Laufwege beachten, hatte sein Trainer gesagt. Und der war noch völlig fertig. Wahnsinn, wirklich. Ich freue mich immer wieder, wenn ich der Mannschaft helfen kann. Ich bin ohne Worte, wirklich. Ich bin sprachlos. Ja, groß und klein werden in Eilenburg mit diesem 1:1 zufrieden sein.